Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Throne of Baal. Ja, wir haben Abbasigal erfolgreich besiegt und damit bleibt nur noch Balthasein am Ketran übrig. Der sollte nur eine kleine Festung haben, die schnell geht. Was danach kommt, keine Ahnung. Weiter habe ich mich nicht gespoilert. Und ich habe auch nicht wirklich Komplettlösung oder so gelesen, sondern das ist das Einzige, was ich wusste halt. Hey, Waffenkopf für meinen Flegel. Blaue Drachtschuppen. Und ein zweihändiges Schwert. Identifizier das mal bitte. Gram, Schwert der Seelenpein. 10% der Treffer verursachen 2 W12 SP durch Gift. Oh. Minsk. Silberschwert war nur eine plus 3, ja. Da kriegst du mal das Schwert. Und ja, die beiden Sachen brauchen wir nicht mehr. Die drei Sachen besser gesagt. So, damit können wir jetzt erst einmal erfolgreich in unser Einsprengsel zurückkehren oder erst einmal uns rausporten. Ausporten wäre wohl schlauer erstmal. Hey, Elminster. Grüße, alter Freund. Schön, euch hier zu sehen. Elminster? Also, wisst ihr jetzt, wer ich bin? Ich muss zugeben, dass ihr euch ziemlich geändert habt, seit wir uns das letzte Mal trafen, bevor ihr die Welt mit eurer Macht zugeritten habt. Um es mal so auszudrücken. Also ja, Elminster. Der Magier, der immer alles beobachtet, sich aber nie einmischt. Und was macht ihr hier? Seid ihr da, um meine Fortschritte zu beobachten, wie ich annehme? Die Welt geht zugetreten, das trifft es nun ganz und gar nichts. Sagt mir, was ihr wollt, und zwar schnell, bevor ich euch an Ort und Stelle schlachte. Nein. Nehmen wir mal die zwei. Kein Grund, schüchtern zu sein. Bis dahin gibt es bloß eine Handvoll Leute, die sich mit euch anlegen würden. Nicht einmal ich würde das wagen. Ich habe wahrhaftig Zeit zu. Ja, Elminster, der Unsterbliche fast schon. Nee, er hatte viel mehr Zeit. Also es gibt keinen Grund für Bescheidenheit. Es gibt inzwischen nur noch eine Handvoll von Leuten, die es wagen würden, gegen euch anzutreten. Nicht einmal ich wäre so närrisch, es zu versuchen, und ich hatte viel länger Zeit zum Üben als ihr. Wisst ihr, welche Zerstörungen die Baalkinder an der gesamten Küste angerichtet haben? Welche Verwüstung ihr selbst heraufbeschworen habt? Nein, ich fürchte, ihr habt keine Ahnung. Nicht, dass es allein eure Schuld gewesen wäre. Nein, klar nicht. Wir Harfner arbeiten nun schon seit Wochen daran, dass die Panik nicht den Siedepunkt überschreitet. Eine leichte Aufgabe. Aber wenn ich recht verstehe, nähert sich eure Aufgabe bald dem Ende. Korrekt? Ich denke schon. Warum? Was wisst ihr darüber? Wartet ihr auf ein Stichwort, um euch einzumischen? Ich gebe es euch sofort. Ich denke schon. Ich muss bald wieder gehen und kann euch daher keine große Hilfe sein. Aber ein wenig kann ich euch schon unter die Augen greifen, ob euch das passt oder nicht. Es ist wichtig, dass all das hier bald ein Ende hat. Aber das heißt nicht, dass ich keinen Finger rühren werde. Ja, wie könnt ihr mir also helfen? Ich kenne Balthasar. Sein Kloster ist durch mächtige Magie geschützt. Woher er diese Magie erhält, weiß ich nicht. Ihr müsst jedoch einen Weg nach drinnen finden, oder er wird euch früher oder später einen Hinterhalt legen. Ich weiß, dass euch diese Möglichkeit vermutlich nicht gerade begrüßenswert vorkommt, aber der Schurke Simon Havarien verrückt über den Schlüssel zum Kloster. Er ist im Moment bei den Schmugglern von Amketran. Schon wieder Simon. Ich habe gehört, dass Havarien schon mehrmals im Kloster war. Wenn ihr Interesse habt, könnte er euch vielleicht helfen. Möglicherweise gibt es auch einen zweiten. Selbst herausfinden. Nun muss ich gehen. Von nun an ist die Erfüllung eures Schicksals eure eigene Angelegenheit. Ich wünsche euch alles Gute. Ja,
Minster teleportiert sich. Was sagt nur unser Tagebuch so? Sind da jetzt Lagerstätte? Das ist nichts Neues. Und hier eigentlich auch nicht. Ah, noch, doch hier. Sowohl Sender als auch Abbasiger sind tot. Ich hatte eine beunruhigende Vision. Balthasar und Melisa in einem wilden Kampf verstrickt. Dass Melisam verschwunden ist, wirkt auf einmal gar nicht mehr so verwunderlich. Und ich frage mich, wie stark Balthasar wirklich in die Machenschaften der Fünf verstrickt ist. Um Antworten zu halten, muss ich einen Weg finden, um in das Kloster zu gelangen und Balthasar gegenübertreten. Ich schätze, dass einer von uns beiden das Zusammentreffen wohl nicht überleben wird. Ja, das scheint neu zu sein, oder? Ja, 123. Tag. Brauchen gar nicht mal so lange wie im ersten Teil. Enthüllung des Solars. Die mächtigen Kinder Baals, gegen die ich kämpfe und welche die restlichen Balbot-Rücksichtslos gejagt haben, nennen sich die Fünf. Wie auch ich gehören sie zu den mächtigsten Kindern Baals und vereinen einen Großteil der göttlichen Essenz in sich. Wie es scheint, haben sie sich zu einem bestimmten Zweck zusammengeschlossen. Sie haben festgestellt, dass sie zu mächtig sind, um gegeneinander zu kämpfen. Stattdessen haben sie beschlossen, die restlichen Kinder Baals zu jagen und zu töten. Dann planten sie, unseren Vater wiederzuerleben und zu seinen Generälen in den Reichen zu werden. Sie waren bereits sehr erfolgreich, bis ich vier von ihnen vernichten konnte. Ilasera, Yagashura, Sender und Abbasigal. Das Problem an der ganzen Sache ist jedoch, dass sie so viel von Baals Essenz in sich vereinigten, dass ich durch ihre Vernichtung die Wiederbewegung des Gottes vielleicht bereits der Endphase zugetrieben habe. Vielleicht arbeitet ja bereits jetzt Balthasar, das letzte überlebende Mitglied der Fünf, mit Nachdruck an der Verwirklichung dieses letzten Schrittes. Ich habe keine Wahl, als nach Amketran zurückzukehren und ihn aufzuhalten. Vielleicht wird es dann endlich vorbei sein. Die vierte Herausforderung steht mir nun bevor. Ich frage mich, warum da noch immer eine Herausforderung verschlossen bleibt, wenn ich doch am Ende schon so nah bin. Ja, die fünfte halt, wenn ich Balthasar besiegt habe. Mal sehen. Gut. Wir kehren ins Einspringsel zurück. Reden mit Cespina. Vorausgesetzt, hier tut sich was. Also ja, was ist noch verschlossen? Die da. Die da haben wir schon gelöst gehabt, gell? Ja. Ja, natürlich. Ja. Großes Schwert da. Herz der Verdammten für das Schwert der Seelenpein. Habt Zückerchen vielleicht? Hab vielleicht Schokorie zur Stärkung? Ah, der Flegel, ja. Sicher doch. Bitte zurückgehen. Neues Rezept noch nie probiert vorher. Könnte dreckig werden. Wunderschön. Cespina geht wieder an die Arbeit. Oh ja. Viele schöne Sachen finden. Vieles sammeln. Ja, Flegel der Zeitalter. Jetzt da Flegel der Zeitalter mit einem 5-Waffenkopf versehen ist, ist das Potenzial dieser von den Rakshasa erschaffenen Waffe vollständig ausgeschöpft. Magieresistenz 5%, außerdem wirkt auf den Träger Handlungsfreiheit. 33% aller Treffer versagen zusammen das Ziel. ETW, Schaden durch Wuchtwaffe plus 2 jeweils. Oh, das ist eine schöne Waffe. Da lege ich doch glatt den Hammer weg. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ah, sehe ich das richtig? Wenn ich den anlege. Oh, glänzende. Kann ich die Stiefel nicht mehr benutzen? Okay, das Herz der Verdammten.
Indos Verdammnis, die kann eigentlich da drüben rein, aber gut, erstmal. Zeigt, was ihr könnt. Habt's aber großes. Okay, bitte zurückgehen. Neues ja. Rezept noch nie probiert vorher. Könnte dreckig werden hier. Wunderschön. Sespena geht wieder. Ja, was hat er gesagt? Oh ja, viele schöne Sachen. Ihr habt das Schwert der Seelenpein und ihr habt das Herz der Verdammten. Wenn ihr jetzt noch 5000 Goldstücke hättet, wüsste ich ein Rezept. Das Schwert bekommt dadurch die Fähigkeiten Lebenskraft hinzu. Oh ja, soll ich machen? Ja, jetzt haben wir dieses Schwert der Seelenpein. Magieresistenz aller Treffer verursachen Gift. Beim Treffer muss das auf einen Rettungswurf gegen Todesmagie bestehen oder es verliert eine Stufe. Boah. Minz, da hast du ein böses Schwert. Euer Wunsch ist mein Begehr. Und das letzte. Was ist das für ein Gestank? Unter die Drachentöter gegangen? Ja. Oh, das sind ja blaue Drachenschuppen. Stinkt ja übel, das Zeug. Aber man kann einen guten Plattenpanzer draus machen. Sehr leicht, ganz glänzschön. Um nur 5000 Goldmünzen. Sicher okay, doch. Bitte zurückgehen. Neues Rezept noch nie probiert vorher. Könnte dreckig werden hier. Wunderschön. Sespena geht wie Sespena stolz. Oh, okay. Nichts kann nicht sehen, was zu Rezepten passt. Dann keine glänzenden mehr, auch gut. Wieder putzen gehen. Das würde mir nur Lebenspunkte rauben. Ja, eine. Ja, ihm auch. Du kannst nicht. Und du bist zu schwach. Okay. Das heißt, die vier Sachen, die kann ich eigentlich nach vorne tun, können in unsere Beutetruhe. Die können da rein. Ich warte. Keine große. Ja, nun gut. Und ja, wie ich bereits gesagt habe, also das ist nicht unsere Beutetruhe. Sespena ist guter Diener. Oh ja. Vier. Das sind 4, 5, 6 von denen. Und geben wir einfach mal alles, was wir von denen haben. Ah, jetzt sind die Charaktere zu weit entfernt. Obwohl sie da unten stehen. Macht das Böse einen Schritt zur Seite. Ja. Schon erledigt. Ja, Hera, was machst du da unten? Kein Wunder, dass du zu weit entfernt bist. Ah, ist egal. So, wir verteilen mal die Tränke. Die da stecke ich einfach als Heilunterstützung ein. Auch wenn wir jetzt wieder 86 von denen haben, aber wir haben nur die 86. Die Schleuderkugel mal wieder da rein. Du kannst die Pfeile jetzt wieder benutzen. So, das muss noch in unsere Beutetruhe. Und ja, irgendwo hier haben wir doch sicherlich noch die goldenen Pantalons, oder? Da sind die bronzenen. Habe ich sie die hier drüben rein? Nein, und hier habe ich sicher auch nichts rein, oder? Nö. Und ich habe sie auch nirgendwo in einen. Ah, doch, da habe ich die goldenen Pantalons. Gut zu wissen.
Das Einzige, was ich halt nicht habe, sind die silbernen. So, rasten. Quicksafen. So, jetzt kümmern wir uns um dieses Ort hier. Ich finde es auch lustig, dass wir wirklich hier oben das auch schon sehen können.